Einen schönen guten Tag. Detlef Rüsing ist mein Name aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück und ich begrüße Sie wieder mal auf unserem Blog, unserem YouTube-Kanal oder wo auch immer. Und ich begrüße nicht nur Sie, sondern ich begrüße meinen Gast, meine Gästin, Frau Vanessa Berndt. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Heute haben wir mal was ganz anderes. Sie sind bestimmt überrascht, aber ich kann Ihnen versprechen, das ist kein Werbevideo. Denn es geht heute in diesem, also Sie wissen vielleicht schon, die Frau Berndt ist ja Mitarbeiterin des Dialogzentrums, eine Kollegin von mir, also Mitarbeiterin unseres Dialogzentrums und hat sich dort vor allen Dingen um die sogenannte demenzsensible Architektur gekümmert, hat dazu Interviews gemacht, ist interviewt worden, auch von mir, und hat einen wunderbaren Artikel dazu geschrieben, den Sie auf unserem Blog finden können. Daneben ist es aber so, dass die Frau Berndt gerade ihren Abschluss macht an der Hochschule Osnabrück in einem ausgesprochen spannenden Studiengang, einem Masterstudiengang namens HELP. Nicht HELP, weil Hilfe, sondern HELP deswegen, weil dort Menschen aus dem Hebammenwesen, aus der Ergotherapie, aus der Logopädie, aus der Physiotherapie und aus der Pflege gemeinsam studieren. Also dieser Studiengang heißt Masterstudiengang HELP, dann diese verschiedenen Gruppen, Versorgungsforschung und Gestaltung. Und um den soll es gehen. Also nochmal, was machen wir heute in diesem kurzen Video? Wir wollen einmal kurz den Studiengang vorstellen. Wer kann das besser als jemand, der es studiert? Es ist eben nicht ein Hochglanz-Werbevideo von den Leuten, die es organisiert haben, sondern von jemand, der eben jetzt kurz vor der Masterarbeit diesem Studiengang steht. Und Überraschung, das weiß Frau Berndt auch noch nicht, so wie sie überhaupt noch nicht weiß, was ich sie alles frage. Ich möchte mit ihr kurz zumindest darüber sprechen, warum es überhaupt vielleicht Sinn macht, wenn man Pflegestudiengänge studiert. Das machen wir am Schluss des Ganzen. Also, jetzt mal einmal erstmal zunächst die Frau Berndt, dass sie sich einmal selber kurz vorstellt. Bitte schön. Genau, ja, hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Vanessa Berndt und wie Herr Rüsing schon vorgestellt hat, bin ich seit kurzem auch Mitarbeiterin beim Dialogzentrum Leben im Alter. Genau, ich habe an der Hochschule Osnabrück auch schon meinen Bachelor absolviert und zwar war das ein dualer Studiengang, der Studiengang Pflege dual, der gekoppelt war mit der Berufsausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und aktuell arbeite ich auch weiterhin in der Praxis mit einer halben Stelle in einem Akutkrankenhaus. Genau, und habe dann direkt im Anschluss an den Bachelorabschluss mich dazu entschieden, direkt noch einen Master hinterherzuschalten und habe mich da eben für den Masterstudiengang HELP entschieden, den wir eben heute gemeinsam vorstellen wollen. Genau. Und ich sage kurz nochmal was zu diesem Masterstudiengang. Das ist ein sogenannter konsekutiver Master. Das bedeutet, dass das ein Masterstudiengang ist, zu dem Sie als Zugangsvoraussetzung einmal sozusagen eine Berufsausbildung in dem Bereich, also Pflege, Hebammenwesen, Physiotherapie, Ergotherapie und so weiter, haben müssen und einen Bachelorstudiengang vorher gemacht haben müssen oder einen Diplomstudiengang, der auch in diesem, zu diesem Master passenden Bereich stattfindet. Es gibt ja auch nicht konsekutive Studiengänge. Dort genügt es sozusagen, einen weiteren akademischen Abschluss zu haben. Dann können Sie teilnehmen, auch wenn der vorherige Abschluss unter Umständen überhaupt nichts damit zu tun hat mit dem Fach. Hier ist es anders, ist also ein konsekutiver. Das heißt, Zugangsvoraussetzung, wie ich gerade sagte, Ausbildung in diesem Bereich und mindestens ein Bachelorstudium in diesem Bereich. Und jetzt komme ich direkt auf, Robert, warum haben Sie sich ausgerechnet? Also es gibt ja es gibt ja sehr viele Studiengänge im Bereich der Pflege. Sie kommen ja aus der Pflege, sagen ja, Sie haben den dualen Studiengang gemacht, aber Sie kommen eben halt aus dem Bereich der Pflege. Warum haben Sie sich für einen Studiengang eingeschrieben? Erstmal die erste Frage, in dem es um die Versorgungsforschung und aber auch um die Versorgungsgestaltung geht. Genau. Ja, also erstmal wollte ich auf jeden Fall nach meinem Bachelorabschluss meine Kompetenzen einfach im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens vertiefen. Und dieser Studiengang, der HELP-Studiengang, ist eben forschungsorientiert. Und was ich an diesem, an der Idee des HELPs eben so spannend fand, war wirklich dieses Interdisziplinäre, also dass er eben aufgebaut ist mit den einzelnen Disziplinen aus den Gesundheitsbereichen, was wir ja gerade angesprochen haben. Mhm. Und einfach diese Kombination, dass man sagt, okay, man geht im Prinzip Fragen im Gesundheitswesen eben nicht nur aus einer Profession heraus an, sondern
man nutzt da eben die einzelnen Fachexpertisen der einzelnen Berufsgruppen gemeinsam, um eben Versorgungsprobleme, die ja zu gehäuft auftreten, die wir alle aus der Praxis zum Beispiel kennen, anzugehen. Und das fand ich so spannend an dieser Idee des Masterstudiengangs. Um auf diese Multidisziplinarität direkt am Anfang einzugehen. Also wenn ich mich nicht näher damit beschäftige, wäre ja mein erster Gedanke, dass ich zum Beispiel, ich komme auch ursprünglich aus der Altenpflege, ich bin gelernter Altenpfleger, sagen wir mal, dass die Zielgruppe meiner Arbeit relativ weit weg liegt von der Zielgruppe der Hebammen. So, jetzt habe ich gestellt, ist es so, dass dort Hebammen und Leute, die aus der Alten- oder Krankenpflege stammen, miteinander oder nebeneinander studieren oder studieren die tatsächlich miteinander? Also arbeiten sie gemeinsam an Themen und wie muss man sich das vorstellen? Also ich würde da ganz klar sagen, miteinander. Also der Austausch mit den einzelnen Berufsgruppen ist doch sehr bereichernd und man muss auch immer wieder feststellen, dass man sehr viel auch von den einzelnen Perspektiven der einzelnen Berufe einfach sehr viel lernen kann. Und man muss ja auch feststellen, dass man in der Praxis eigentlich kaum Versorgungsprobleme aus einer einzigen Berufsgruppe heraus bearbeiten kann. Also die Sachen werden immer komplexer sozusagen und man kann eben feststellen, dass immer verschiedene Berufsgruppen an Versorgungsproblemen einfach beteiligt sind. Und aufgrund dessen ist es eben so bereichernd, in diesem Studiengang wirklich auch verschiedene Berufsgruppen sitzen zu haben. Man kann sich das auch so vorstellen, dass wir Gruppenarbeiten oder auch Prüfungsleistungen eben gemeinsam interdisziplinär bearbeiten. Und da ist es doch immer sehr spannend, zu welchen Ergebnissen man kommt. Konnten Sie sich das zu Beginn vorstellen, dass Sie etwas davon haben könnten, mit Hebammen zusammenzuarbeiten? Die Hebammen mögen mir verzeihen, dass ich die, aber die sind halt sozusagen zumindest oberflächlich am weitesten weg, sozusagen von der Pflege. Das stimmt, das denkt man erstmal. Ja, ich habe es mir gewünscht, sagen wir es mal so, dass man doch auch noch mal mehr in deren Arbeit oder in die Arbeit allgemein von Hebammen noch mal mehr reinschauen kann und fand es einfach spannend, da mal zu schauen, wo sind denn da vielleicht auch Parallelen, ja. Wenn Sie so überlegen, fällt Ihnen irgendetwas ein, was Sie total überrascht hat, was Sie aus einer anderen Disziplin neu kennengelernt haben, wo Sie sagen, da haben Sie einen direkten Gewinn durch gehabt? Mit Sicherheit viele Dinge, aber eins, was vielleicht gerade so am Anfang des Studiums, was auch vielen Kommilitonen dann so ging, war, dass man doch auch die Therapieberufe jetzt zum Beispiel doch oft, gerade aus der Sicht der Pflegenden, ich sag mal so über einen Kamm schert, dass man da gar nicht so genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Physiotherapie und Ergotherapie, was macht Logopädie? Oft wird ja immer das so als Ganzes gesehen, dass man sagt, die Therapieberufe. Und da nochmal genauer hinzuschauen und jetzt auch einen besseren Einblick zu haben, was unterscheidet diese einzelnen Therapieberufe eigentlich und wo sind deren eigenen Stärken, Kompetenzen. Das war zum Beispiel eine Sache, die wo es mich bereichert hat, ja. Als ich vor 2 Jahren in Osterbrück angefangen bin zu arbeiten und wir das Dialogzentrum gegründet haben, habe ich mich natürlich umgeschaut, was es dort alles für Studiengänge gibt. Und in der Tat war dieser Studiengang derjenige, der mir als erstes aufgefallen ist, da ich ein großer Anhänger von Multidisziplinarität bin. Und trotzdem habe ich mich natürlich, wie muss man sich das vorstellen? Sie fangen dort also an zu studieren und dann sind dort eben halt, wie gesagt, Logopäden, Ergotherapeuten, Hebammen, Physiotherapeuten, sind diejenigen, die lehren, auch aus diesen verschiedenen Fachbereichen? Ja, tatsächlich ist das so. Genau, die einzelnen Dozenten sind auch aus den einzelnen Berufen, genau. Aha, das Zweite, also neben der Multidisziplinarität, ich habe ja einen wissenschaftlichen Studiengang gemacht. Ich habe ja Pflegewissenschaft studiert. Damals war das an der Uni Wittenherdecke der erste pflegewissenschaftliche Studiengang, den es in Deutschland gibt, der erste universitärisch pflegewissenschaftliche Studiengang. Und da ging es tatsächlich, dass man vor allen Dingen auch gelernt hat zu forschen. Mhm. Was man bei Ihnen, was ich sehr vielversprechend finde, zumindest wenn man es liest über diesen Studiengang ist, da geht es halt nicht nur um die Versorgungsforschung, sondern es geht auch um die Gestaltung. Und das ist ja nicht unbedingt immer Teil eines wissenschaftlichen Studiengangs. Also können Sie irgendwie mal so Beispiele oder mal so Bereiche sagen,
wo es um Gestaltung in diesem Studiengang gegangen ist und in welcher Form das bearbeitet wird? Zum Beispiel geht es da um das Thema Familie und familienzentrierte Versorgung. Das war zum Beispiel auch ein Modul. Es geht aber auch um Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung. Das ist ja auch ein Teil, der mich eher der Versorgungsgestaltung zuordnen würde. Das heißt also, Sie lernen zum einen beispielsweise, wie man in einer Familie Befragungen durchführt, wie man forscht in einer Familie, aber lernen gleichzeitig mit den anderen zusammen, wie womöglich Ergebnisse aus Forschung umgesetzt und implementiert werden können. Ist das so? Genau, so kann man das sagen. Und auch wie vielleicht neue Versorgungskonzepte, neue Versorgungsideen. Wir lernen eben, wie man so etwas entwickeln kann. Genau. Mhm. Ja, finde ich super spannend. Ich habe mir noch einen Moment, ich habe mir noch ganz viel aufgeschrieben, was ich Sie fragen wollte. Oder wie ist es, die Leute, die jetzt dort zusammen studieren, was glauben Sie denn, in welchen Bereichen könnten Sie denn dann mal landen? Also was ist sozusagen das Berufsfeld, wo Sie rein wollen oder was auch die Hochschule unter Umständen, die wird ja, also hat ja bestimmt auf ihrer Seite stehen, was man denn dann mal werden kann, wenn man den HELP-Studiengang gemacht hat. Genau. Wie ist es bei Ihnen erstmal und was haben Sie von anderen gehört? Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, gerade wenn man eben so einen neuen Studiengang einfach auch hat. Das ist natürlich auch die Frage der Studierenden selbst. Was kann ich mit diesem Abschluss eigentlich hinterher tun? In welchen Berufsfeldern kann ich arbeiten? Und da denke ich, ist auch so ein bisschen unsere Kreativität gefragt. Ich meine, die Kompetenzen, die wir jetzt mit diesem Studiengang bekommen, sind ja vielleicht gar nicht so geläufig, beziehungsweise die Arbeitgeber können sich vielleicht gar nicht richtig darunter vorstellen, was können die Studierenden jetzt hinterher eigentlich? Genau. Und ja, das wird natürlich im Verlauf des Studiums natürlich für uns deutlich, wo unsere Kompetenzen liegen. Und auch hier kann jeder seine Stärken, denke ich, so legen oder seinen Bereich finden. Das ist eben auch ganz schön, dass man ja so einen großen Kompetenzgewinn letztendlich hat und hinterher in verschiedenen Bereichen arbeiten kann. Also wir haben ja zum einen gehört, dass man eben in der Forschung Fuß fassen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, im Anschluss zu promovieren und einfach eine wissenschaftliche Karriere sozusagen einzuschlagen, wenn man sagt, da sind meine Stärken. Aber es gibt eben auch im Bereich, eben ja vielleicht eher im Bereich der Versorgungsgestaltung, die Kompetenzen dann eben ja steuernde, leitende Aufgaben zu übernehmen in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern oder aber auch, dass man in der Qualitätsentwicklung und Sicherung in dem Bereich arbeitet. Das ist auch durchaus denkbar in Aus- und Weiterbildung, Fortbildung in diese Richtung tätig zu werden. Wie ist es denn bei den, also jetzt in Ihrem, also diejenigen, die jetzt ihren Master machen, weiß nicht, haben Sie sich mal umgehört, ist die Tendenz eher in die Wissenschaft zu gehen der Leute oder eher sozusagen wieder in die Praxis, was immer auch Praxis bedeutet? Also ich würde sagen, schon eher forschungsorientiert okay. Die meisten. Genau, aber durchaus auch einige, die sagen, nee, lieber was Praxisnäheres machen, also eher was in Richtung leitende, steuernde Aufgaben in Gesundheitseinrichtungen. Also ich kann mir das natürlich bei, also gerade auch in der Praxis zu arbeiten, an Stellen, an denen man auch sozusagen Stellschrauben stellen kann ich mir gut vorstellen mit diesem Studiengang, weil Sie ja zum einen gelernt haben, sowohl zu forschen, als aber auch eben halt Forschung umzusetzen, was letztlich eine Kompetenz ist, die nicht so viele Menschen haben. Ja, also mittlerweile gibt es eine Menge Leute, die Forschung lesen können, aber was man damit dann in der Praxis machen kann, da fehlt es doch an vielen, vielen Stellen. Stellen Sie sich mal vor, also wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie recht begeistert von dem, was Sie dort gemacht haben. Stellen Sie sich mal vor, ich wäre jetzt ein Altenpfleger, der jetzt gerade einen Bachelor gemacht hat. Und Sie sagen Sie mir mal zwei gute Gründe, warum ich den HELP-Studiengang studieren sollte. Also zum einen, weil man einfach mit diesem Studiengang sehr viele Möglichkeiten hat in dem, was man hinterher dann wirklich damit tun kann, sage ich mal, als solches. In dem Studiengang selbst lernt man eben in verschiedene Richtungen im Bereich der Versorgungs-, eben Forschung, Gestaltung tätig zu sein. Und man kann eben während des Studiums auch herausfinden, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Interessen, wo möchte ich hinterher hin?
Vielleicht ist das anders, wenn man direkt, ich sage jetzt mal im Pflegebereich, rein weg Pflegemanagement studiert oder Pflegewissenschaften. Da muss ich mich vorab schon entscheiden, in welche Richtung ich vielleicht mal gehen möchte. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Stärke von diesem Masterstudiengang, dass man ja wirklich mal in beides reingucken kann oder auch viel mehr Möglichkeiten hinterher daran zu arbeiten. Und die andere Stärke definitiv das Interdisziplinäre. Das ist einfach sehr bereichernd, die verschiedenen Perspektiven dann nochmal genauer kennenzulernen. Okay, jetzt haben Sie studiert, einmal den Bachelor gemacht, Pflegedual. Sie haben diesen Help-Studiengang jetzt hoffentlich bald abgeschlossen, Ihren Master gemacht. Wie sieht es danach aus, Promotion, das nächste Ziel? Als Ziel würde ich das jetzt mal vorsichtig auf jeden Fall formulieren, ja. Also okay. Für mich ist es jetzt eher das Interesse, eine wissenschaftliche Karriere erstmal zu verfolgen, genau, vielleicht zum Start mit Projektarbeiten und ja. Naja, vielleicht lösen Sie dann ja die jetzt Unterrichtenden bald ab oder so, wenn Sie wissenschaftlich arbeiten, wer weiß. Gut, wir gehen ein Stück weiter. Ich möchte noch mal einmal, also ich sehe eine Menge Parallelen. Sie sagen, das ist ein neuer Studiengang. Als ich damals studiert habe, das war, also ich erinnere mich, dass es 94 die ersten Pflegestudiengänge gab in Osnabrück. Das waren die ersten, damals Ruth Schröck, Pflegemanagement an der Fachhochschule damals noch oder Hochschule. Und ehemals 96 ist Witten-Herdecke als Universität als erste angefangen damit. Und da war es nämlich auch so, wenn wir gefragt haben, was wir denn damit mal werden wollten, dann hat man uns gesagt, ja, das müsst ihr versuchen, euch dieses Feld müsst ihr euch erarbeiten. Das erinnert mich sehr an das, was Sie gerade gesagt haben. Und was mir damals so ging, ich kam ja aus der Altenpflege, ich war Wohnbereichsleitung in der Altenpflege, in einem ganz normalen Altenheim. Und als ich gesagt habe, ich studiere jetzt Pflegewissenschaft, da haben meine Kollegen, die sowieso nicht selten den Kopf geschüttelt haben, wenn ich Dinge gesagt habe, aber die haben gesagt, jetzt dreht er völlig durch, jetzt fängt er auch noch an zu studieren. Wie ist das bei Ihnen? Ist das heute, wenn man etwas als Pflegende etwas studieren will, wird das von Pflegenden als völlig normal aufgenommen oder ist das immer noch so, dass Pflegende sagen, der oder diejenige will ja nur aus der Pflege raus und will sozusagen auch irgendwie Akademiker werden? Ja, also dadurch, dass ich ja den Bachelor-Studiengang Pflegedual gemacht habe und dieser Studiengang als solches auch noch recht jung ist, und eben diese ja duale Ausbildung, dass man sagt, okay, man macht eben die Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin gekoppelt direkt mit einem ja mit einer wissenschaftlichen Ausbildung. Also da in der ersten Ausbildung sozusagen ist mir das sehr viel häufiger tatsächlich begegnet, diese Skepsis dem gegenüber, als jetzt im Master, muss ich sagen. Also wir haben jetzt im Team auch mehrere, die tatsächlich studieren. Da ist das vielleicht gar nicht mehr so besonders. Aber jetzt wirklich mit dem Bachelor, da war es doch sehr oft immer wieder die Frage, warum machst du denn nicht nur die Ausbildung? Warum denn das mit dem Studium? Warum das Ganze dual? Was hat das denn für Vorteile? Und was könnt ihr denn besser als wir? Und Genau. Sie sagten gerade, dass Sie jetzt mehrere sind, dort, wo Sie arbeiten, in Teilzeit, die studieren, im Bereich Pflege studieren. Verändert sich dadurch die Praxis? Ich finde schon, dass die Kollegen, die jetzt noch studieren, sozusagen vielleicht nochmal andere Perspektiven mit in die Praxis auch einbringen können. Also ich empfinde das persönlich als sehr bereichernd. Okay. Wovon lebt man denn, wenn man Vollzeit studiert? Also Sie müssen nicht von sich erzählen. Also mir geht es darum, also es gerade in der Pflege gibt es ja noch viele, sagen wir mal, die nicht mehr ganz taufrisch sind und nicht 19, 20 Jahre alt sind und sofort sagen, ich will jetzt studieren. Also die später einfach anfangen zu studieren. Und da ist natürlich auch eine Angst, womöglich hat man Familie oder was auch immer, ja. Und man muss ja von, man muss ja von irgendetwas leben in dieser Zeit. Gibt es da Möglichkeiten? Ja, definitiv. Also es ist ja so, dass der Masterstudiengang schon bewusst auch in Vollzeit stattfindet und eben nicht berufsbegleitend. Dennoch ist es so, dass meine Kommilitonen und ich, also wir durchaus in der Praxis ja weiterhin tätig sind. Zum einen natürlich, um Geld zu verdienen, um anderes aber auch, um einfach die Erfahrung weiter auszubauen. Und ich finde es auch allgemein sehr bereichernd, einfach diese die
ja, die Kombination aus Praxis und Theorie, die wirklich parallel auch zu haben. Mhm. Genau. Und ich arbeite jetzt mit einer halben Stelle weiterhin als Gesundheits- und Krankenpflegerin in einem Krankenhaus. Und ich kann so sagen, aus der Kohorte jetzt bei uns, dass das bei den meisten gut klappt, also mit einer halben Stelle weiterhin in seinem Praxisberuf zu arbeiten. Und ansonsten gibt es da natürlich nicht nur an der Hochschule Osnabrück, auch an anderen Stellen Studierendengesellschaften und so weiter oder AStA, die einem dann vielleicht auch einfach an dieser Stelle helfen und einem vielleicht ein bisschen die Angst davor nehmen. Wobei man sich natürlich klar sein muss, dass man während so eines Studiums nicht reich wird. Ja, also Das ist leider nicht so. Aber machen Sie sich keine Sorgen, die meisten auch nach dem Studium nicht. Okay. Also, ich bin ja ein großer Anhänger der Akademisierung der Pflege, wobei wir, finde ich, viele Fehler gemacht haben, die wir nicht machen wollten. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was glauben Sie, warum es wichtig ist, dass Pflege sich weiter akademisiert und dass studiert wird in der Pflege? Also da kann ich vielleicht nochmal daran anknüpfen, was ich auch meinte, dass ich eben in der Praxis das Gefühl habe, dass es sehr bereichernd ist, wenn man Kolleginnen und Kollegen hat, die eben eine akademische Ausbildung haben oder die sie jetzt begonnen haben. Ich finde wirklich, dass Hinterfragende, was wir einfach in der Hochschulausbildung ja doch vermehrt lernen, ist einfach für die Praxis sehr bereichernd, dass man eben Dinge nicht so hinnimmt, sondern lösungsorientiert eben handelt. Und von daher würde ich sagen, ist eben diese Hochschulausbildung oder die Akademisierung als solches durchaus sehr bereichernd. Und auch, dass wir eben einfach Vertreterinnen auch weiterhin wirklich in der Praxis auch haben. Ja. Also das muss man natürlich auch sagen, dass als es anfing, dass man in der Pflege studieren konnte, sind natürlich viele Querköpfe, die auch vielleicht die auch Dinge hätten verändern können in der Praxis, sind natürlich in der Wissenschaft hängen geblieben und so weiter, nicht? Jetzt kann man denen auch nachsagen, also ich gestehe ja auch, also meine erste Idee war ja auch, wenn ich studiere, brauche ich am Wochenende nicht mehr arbeiten. Das hat sich nicht so bewahrheitet tatsächlich, aber das ist ein anderes Thema. Also weniger arbeiten muss ich heute nicht. Nichtsdestotrotz, also vielleicht noch einmal zu dem Helmstudiengang, wenn Sie das interessiert. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Frau Berndt ist dafür ein gutes Beispiel. Schauen Sie auf den Seiten der Hochschule Osnabrück nach diesem Studiengang. Schauen Sie überhaupt an den Hochschulen, aber eben halt auch speziell nach diesem, denn der ist in seiner Art schon sehr einzigartig. Wir verlinken aber auch noch mal sozusagen die Domain auf den Hochschulseiten, wo Sie mehr über diesen Studiengang erfahren und sich erkundigen können. Und ansonsten können Sie natürlich auch unter dieses Video oder auf unserem Blog schreiben und wir leiten das an Frau Berndt weiter, wenn Sie spezielle Fragen dazu haben. Von Ihrer Seite noch etwas, was Sie unbedingt noch loswerden wollen. Ja, ich finde es schön, dass wir heute den Studiengang mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen haben, dass man nochmal das auch ein bisschen verbreiten kann, dass es diesen Studiengang jetzt eben ganz neu gibt an der Hochschule. Und ja, ich würde mich freuen, wenn sich viele entscheiden, das zu machen. Es gibt eine Menge Material, ich habe mir das alles mal ausgedruckt, ja, es gibt eine Menge Material zu diesem Studiengang auf den Seiten der Hochschule, also nochmal Help mit Doppel-P sozusagen geschrieben. Dort finden Sie auch zum Beispiel hier so einen Verlaufsplan, den habe ich hier mir mal ausgedruckt. Ich versuche den mal in die Kamera zu halten. Also dort finden Sie die einzelnen Themen, also die großen Themen, die Teil sind, wenn Sie etwas tiefer einsteigen wollen in diesen Studiengang. Ansonsten gibt es natürlich so etwas wie die Studienberatung und all diese Dinge. Mir ist es letztlich egal, was Sie studieren. Ich fände es aber schön, wenn sich Pflege, oder ich fände es wichtig, oder ich finde es wichtig, wenn sich Pflege weiter akademisiert. Ein Weg dazu ist sicherlich dieser Studiengang. Alle weiteren Angaben, Informationen, Hinweise und so weiter unter diesem Video und auf unserem Blog, wo dieser Beitrag gepostet wird. Vielleicht wird er ja auch tatsächlich auf den Seiten der Hochschule gepostet. Das kann ich aber nicht beurteilen. Das müssen andere entscheiden, was sie dazu sagen, was wir beide uns hier erzählt haben. Ansonsten bedanke ich mich bei Frau Berndt, die dann, wenn sie genügend studiert hat, vielleicht mich dann irgendwann ablöst im Dialogzentrum. Und ich hoffe nicht vor meiner Rente, aber wer weiß.
Und ansonsten Dankeschön nochmal und wir sehen uns bald. Und danke Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Fragen Sie uns, wenn Sie die Arbeit des Dialogzentrums gut finden, bitte erzählen Sie anderen von unserer Arbeit. Wenn Sie auf YouTube sind, drücken Sie diesen Daumen hoch nach oben, wenn es Ihnen gefällt. Wenn es Ihnen nicht gefällt, drücken Sie zweimal den Daumen nach oben hoch. Und und ansonsten hören wir und sehen wir uns www.dzla.de. Dankeschön, Frau Berndt. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.